Zurück bei uns in Hessen und da müssen wir feststellen, Schmuddelwetter macht Menschen zu schaffen. Vielleicht auch dem Schädlingsbekämpfer, ich hoffe nicht, Jürgen Sommer aus Oberursel ist hier. Wie geht es denn den Schädlingen, die normalerweise einen im Winter so belasten können? Ja, also im Haus ändert sich natürlich nichts, weil die Temperaturen im Haus selber gleich sind. Aber draußen haben es die Insekten allgemein schwer, nicht nur die Schädlinge, Insekten, Nager. Wenn man jetzt davon ausgeht, die Schermaus, die jetzt mühevoll ihre Speisekammer voll gemacht hat und im Winter gut zu überleben, die wird jetzt nass und feucht und das Material oder das, was sie gesammelt hat, fängt an zu schimmeln. Und dann hat sie es schwer, dann hat sie nicht mehr genug Nahrung. Also die Mäuse, die vielleicht, wenn man kurz einen Rückblick ins letzte Jahr, ich glaube, das war ein idealer Winter für Mäuse gewesen. Oben drüber eine Schneedecke, dass so die Greifvögel nicht drankommen und unten drunter gab es lustige Urstände. Ja, genau. Nein, der Winter war letztes Jahr war perfekt für Nager, auch für Insekten. Das war immer gleichbleibend kalt, das war toll. Und jetzt die Mäuse, das sind allein auf weiter Flur. Jeder Habicht, Bussard, was so unterwegs ist, findet die sofort. Diese Nässe, ist das was, wo die ertrinken? Also nach dem Motto, wenn ich einen Schlauch in so ein Mäuseloch halte und aufdrehe, dann geht es denen schlecht? Also da müssten schon 600 Liter auf einen Quadratmeter fallen, damit sowas passiert. Nein, also selbst wenn sie 200 Liter in so ein Loch reinschütten würden, da wird gar nichts passieren, das Wasser läuft ab. Das Problem mit der Nässe ist einfach, dass das gesamte Erdreich durchnässt ist und das bringt die Schwierigkeit. Und das Problem ist einfach, dass diese Nager oder Insekten auch Parasiten in sich haben und bei diesen Temperaturen sind die aktiv. Und das Immunsystem schafft es einfach dann nicht mehr, damit das Tier das überleben kann. Und das ist das Problem bei kalt und nass und feucht, was wir jetzt gerade haben. Also aber nicht frostig kalt, sondern kühl und feucht. Und dann kann es auf gut Deutsch vor sich hinschimmeln? Ja, genau. Das passiert. Ja. Wie sieht es aus mit Insekten? Genau das gleiche Problem oder ist es da ein bisschen anders gelagert? Und über was für Insekten reden wir da, die da Probleme haben? Genau, also haben natürlich nicht alle Insekten sind davon betroffen. Also zum Beispiel alles, was am Wasser lebt, Schnaken oder überhaupt Tiere, die sich am Wasser gebunden fühlen. Mhm. Für die ist es überhaupt gar kein Problem. Feuchtigkeit lieben sie, also daher ist der Winter für die in Ordnung. Aber es gibt viele Insekten, die eben gerade diese Feuchtigkeit oder diese Wärme nicht mögen. Im Winter brauchen sie diese Ruhe, diese Stabilität brauchen sie im Winter, weil eben auch keine Nahrung zugeführt werden kann. Das System ist nach unten gefahren, aber wenn es jetzt warm wird, dann wachen die auf und ist aber keine Nahrung da, dann wird es wieder kalt, dann versuchen die wieder ihr System runterzufahren. Das verbraucht enorm viel Energie und das passiert eben, dass sie meistens nicht überleben. Also das wäre ja für Schädlinge dann eine nicht so tolle Situation, für uns, die wir vielleicht Schädlinge nicht so gerne haben, eine tolle Sache. Ja. Das heißt, wir starten vielleicht ruhig ins Frühjahr? Das liegt aber am Frühjahr. Also dass jetzt natürlich viele sterben werden und das nicht überleben werden, das ist klar. Aber das Frühjahr ist eigentlich der entscheidende, maßgebliche dafür, wie es weitergeht. Also wenn das Frühjahr ideal ist für Insekten, einmal trocken und warm, dann erholen die sich sehr schnell, dann wird auch sehr schnell nachproduziert, dann kriegen wir das nicht mit. Wenn es früher allerdings dann nasskalt ist, dann werden wir das spüren, dass es weniger ist. Also der Winter ist das weniger Entscheidende, sondern das, was im Frühjahr passiert, holt jeden Rückstand, den man im Winter hat, auf. Das geht ganz schnell auf. Das geht ganz schnell. Sie haben gesagt, im Haus tut sich nicht so viel, aber es gibt ja manchmal auch, also wir haben im Herbst zum Beispiel darüber gesprochen, dass es so Tiere gibt, die versuchen reinzukommen. Ja. Wenn wir jetzt draußen so ein Schmuddelwetter haben und drinnen ist es schön kuschelig, versuchen die auch das eine oder andere noch reinzuwandern, oder gibt es da gerade nichts? Doch. Also wir haben Überwinterungsgäste bei uns in den Häusern. Also unsere anderen eben auch Fliegen. Und die denken natürlich dann bei so Wärmeperioden, und das reicht schon, 2 Grad, stellige Gradtemperaturen reichen aus, damit die aufwachen und denken, okay, sie können jetzt raus. Und das kann natürlich jetzt passieren, dass solche Überwinterungsgäste jetzt schon auffällig werden im Haus. Das passiert schon. Also wenn es draußen zu warm würde, zweistellig, also ab 10 Grad, wäre es kritisch. Aber jetzt wird es ja erstmal kälter, von daher können wir da noch tief durchatmen und schauen, was auf uns zukommt. Vielen Dank, Herr Sommer. Gerne. Jetzt der Blick auf